Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Champions of Regnum Let's Play. Es ist ein neues Event, das böse Lila, das ist gerade gestartet, also ungefähr 15 Minuten geht es. Und dafür müsst ihr hier an der Alysius-Mauer oder je nachdem, was ihr für ein Reich seid, Ignis- oder Syrdis-Mauer, eine Quest annehmen. Und ja, wir stehen in einer größeren Bedrohung gegenüber Ragwasser. Hast du dich in letzter Zeit irgendwie krank gefühlt? Ich will dich nicht beunruhigen, aber eine Gargul-Pest hat sich in der Kriegszone ausgebreitet und greift jeden an und infiziert jeden, infiziert ihn, der ihn den Weg kreuzt. Normalerweise bleibt sie in der Nähe ihrer Höhlen, aber irgendwie hat sie dazu gebracht, das gesamte Gebiet zu bevölkern. Im Moment ist die Ursache ihrer Anwesenheit nicht so wichtig, wie die richtige Entscheidung zu treffen, um die Ausbreitung von Infektionen zu stoppen. Eine Epidemie hätte unvorstellbare Folgen. Denk daran, Dragos Baba, dass die Infizierten extrem ansteckend sind. Also, das Rest, ja, also nehmen wir wie. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Ausbruch in Schach zu halten, werden unsere Wachen krank. Und dann können unsere Feinde in unser Reich eindringen, ohne Widerstand zu leisten. Vor allem aber könnten wir diejenigen, die uns wichtig sind, in extreme Gefahr bringen. Denn selbst wenn wir infiziert sind, werden wir uns dessen Möglichkeiten nicht bewusst. Die Alchemisten verurschen, einen Heilmittel zu finden, und sie brauchen dringend Unterstützung von allen, die noch nicht auf den Beinen sind. Begib dich nach Stadt Monsognir und rede mit Voodoo. Vergeude keine Zeit, gehe sofort. Gib Acht auf deine Reise, auf dich Acht. Oh, gut. Und halte dich von den Kranken fern. Du erkennst leicht, ob jemand das böse Lila in sich trägt. Halte dich fern, schon ein paar Meter zu nah, und auch du fällst ihm zum Opfer. Geh in Richtung Stadt Monsognir. Jo, vom Vorlesen halte dir nicht so viel, liebe Entwickler. Wahrscheinlich war es wieder Adrian. Hier sind die neuen Sachen, also Baumsaft für den Trank und geplänkelte Pilze für gar nichts. Die müsst ihr nicht aufsammeln, da droppt nichts. Das ist auch wieder ein Bug. Und ja, wenn ihr sucht Gargoyles und keine finden wollt, sondern hinter der Mauer. Hinter der Mauer gibt's die meisten. Es steht nur in der Warzone, aber hinter der Mauer sind die meisten. Einfach an der Mauer entlang reiten, wirklich ganz knapp hinter der Mauer sind wirklich viele. So, und ja, das Event ist langweilig. Es ist sehr lange. Mich hat es einfach auch ein bisschen ja, motiviert, gestern nochmals noch die Kritikpunkte rauszusuchen, also was ich jetzt ein bisschen besser machen würde, aber es wurde so ziemlich abgelehnt. Also, ja, die Entwickler haben wahrscheinlich etwas dagegen und haben die Posts wieder gelöscht. Aber ich habe schön in Suggestions hingeschrieben und die Taverne auch nochmals. Und scheinbar wollten sie das nicht. Okay, ist nicht schlimm. Wenn die Entwickler sich nicht verbessern wollen, ist nicht schlimm. Ich habe nur geschrieben, dass es einfach nicht geht. Ja, dass so viele Spiele so viel herumlaufen und alles wegnehmen können. Und die Entwickler einfach nicht zu genug Spawns machen. Sind die irgendwie, ja, eingeschränkt oder so, dass sie so wenig Spawns machen? Aber es ist wirklich viel zu wenig gewesen gestern Abend. Es waren so viele Spiele online, dass ich eigentlich gar nichts aufnehmen konnte. Und ich muss ja etwas aufnehmen. Sonst kommen wieder längere Zeit keine Parts und so. Weil ich dann wieder, ja, lange suche, bis ich wirklich etwas Interessantes aufnehmen kann. Ist ja gut, dass jetzt Events kommen, damit ich mehr zum Aufnehmen habe. Aber jetzt alles wirklich zeigen zu müssen in einem Event und so, kann ich halt auch nicht. Ja, ich muss halt viel grinden, oder? Und das ist für euch scheinbar langweilig. Oh, man bekommt ein Magnet. Ein Stück? Wow. Oh, dann muss ich eine Quest. Hey, ich hab doch eine Quest. Ich hab doch die Quest. Das ist doch die Quest. Wie soll ich jetzt weitermachen? Ich denke, Ignis werde ich mal wegmachen. Also da habe ich am meisten, glaube ich. Seht ihr's. So. Ich werde sowieso genug töten. Okay. Der sagt dann wahrscheinlich, ja, wir müssen unbedingt den Leuten
helfen und die Gargoyles töten, damit nicht noch mehr angesteckt werden. Aber es wird ja von Mensch zu Mensch angesteckt wie Corona. Also irgendwie ist es ganz komisch. Ja, ich will es nicht riskieren. Kommt näher, aber ja. Kommt einfach näher, ist mir egal. Aber ich will nicht infiziert werden. So, und dafür müssen wir nicht wieder nach Birke. Also, es ist einfach Corona. Die Leute machen das einfach zum bösen Lila. Und das Event gab es schon mal und wurde damals schon kritisiert. Ich glaube vor anderthalb Jahren. Also, nee, auch im Februar 2018. Und, ja, und jetzt ist es wiedergekommen. Die haben einfach das recycelt, die haben gar nichts gemacht. Jetzt haben sie die Kritik bekommen. Das ist ein neues Entwicklerstudio. Es ist wirklich nicht schlimm gewesen. Ich habe nur Punkte angedingt, was verbesserungswürdig ist. Aber wenn sie keine Verbesserungen wollen, dann ist es mir eigentlich nicht schlimm. Dann löschen sie es halt wieder. Vielleicht ist es auch ihnen peinlich gewesen und haben es deshalb gelöscht. Aber das ist halt einfach ein bisschen komisch. Man will helfen und wird abgewiesen. Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Entwickler wollen gar nichts mehr für dieses Spiel machen. Wollen nur noch irgendwelche Events machen, aber keine Patches. Die haben wahrscheinlich das mit der Insel quittet. Ich glaube kaum, dass das noch erscheint. Wenn sie schon so extrem viele Events machen und so, denke ich eher, sie wollen sich auf das konzentrieren und hören auf mit Patches, also wird wahrscheinlich gar nichts mehr kommen. Und eben, für alle Leute, ihr müsst nicht Regnum spielen. Ihr werdet dadurch nur süchtig oder seid schon süchtig und dieses Spiel bietet einfach zu wenig, um euch wahrscheinlich zu motivieren. Ihr macht das eventuell über Kollegen, durch Kollegen, oder? Der spiele ich auch, aber ihr bekommt nichts dafür. Ihr müsst sogar Geld ausgeben, weil der Wochenshop natürlich schon sehr wichtig ist. Aber, ja, es ist einfach... Ja. Okay, Baumseife. Der Baum hat eine Seife. So, 4 Stück. Und jetzt holen wir noch ein paar Pilze, dann können wir bei ihm wahrscheinlich auch diese Baumseife kaufen, also, ja, geschenkt bekommen. Weil, nicht die Pilze, die Baumsaftteile, genau. Ja, also es ist einfach meine Meinung, ich Let's Play es, ich bin ein Werbeträger sozusagen, also ich mache Gameplay, Let's Play davon. Und muss halt einfach motiviert werden, weil ich werde sozusagen gezwungen. Ihr wollt ja mich schauen. Also viele wollen einfach, dass ich natürlich Gameplay-Parts zeige, also kommentiertes Gameplay, also Let's Plays. Sogar Livestreams machen, aber das geht jetzt gerade momentan sehr schlecht, weil ich immer wieder am Arbeiten bin für meinen Vater und so. Oder auch jetzt bald einen Job habe, einen Aushilfsjob. Und dadurch ist es einfach für mich halt auch schwer, ja, da auch alles auszuhalten, jetzt wirklich auch jetzt wollen. Und ja, ich versuche einfach so viele wie möglich zu machen. Aber nicht wundern, wenn ich manchmal ein bisschen ranzig bin oder sonst irgendwas. Weil ihr werdet jetzt sehen, es passiert nicht mehr viel in diesem Welt. Es ist fertig sozusagen. Ihr müsst einfach Gargoyles töten und das müsst ihr 10-mal machen. Also schon 10-mal ultra seltene Gargoyles jagen, ist schon natürlich schwer. So, ich schau mal, ob es hier an der Mauer ein paar schon gibt. Und ich zeigen kann, dass die auch hinter der Mauer spawnen. Aber ich denke eher jetzt gerade nicht. Weil viele Spieler das wahrscheinlich herausgefunden haben, dass wenn ihr keine mehr seht, außerhalb, das innerhalb sind. Und die spawnen irgendwie innerhalb besser. Also wer das weiß, ich habe so viele gefunden mit dem Beschwörer. Und mit dem eigentlich schon fast fertig, das Event. Aber ich sehe jetzt wirklich keine Gargoyles, auch außerhalb. Aber es ist jetzt auch, ja, wieder ein bisschen zu spät. Es geht einfach zu schnell. Wir hätten das auf eine Stunde oder so ausweiten sollen. Und nicht 15 Minuten. Ja, leider gibt es hier gerade keine. Aber einfach, dass ihr wisst, dass ihr hier hinten auch vielleicht noch Gargoyles sein können.
Wir gehen jetzt mal hier über die Mauer und schauen uns einfach auf dem Vulkan um, weil dort wenige Spieler hochgehen. So. Aber es ist immer noch 100%. Also die Spieler machen wahrscheinlich nicht so viel mehr. Aber gestern haben sie sehr viel gemacht. Gargul, Gargul. Nix. Nix hier, nix dort, nix über. Ich glaube, ich gehe links herum. Aber für mich geht es ja noch in Ordnung. Ich bin ja nicht so genervt über Grinding. Ich tue das im Let's Play ein bisschen intensivieren. Damit ihr merkt, ja, ich mag das jetzt auch nicht unbedingt so besonders. Aber dass ich halt einfach gar nichts machen kann. Wieso habe ich jetzt 3? Ich dachte, ich hätte 4. Okay, unbedingt trinken und nicht abhauen, Gargul. Ihr müsst einfach ein bisschen kloppen. Also, sie sind sehr leicht. Ich tue jetzt nicht buffen. So, für ein bisschen rennen, weiter rennen. Einfach besiegen, das ist das Event. Mehr müsst ihr nicht machen. Und genau das ist es halt. Es ist immenses Grinding. Ihr könnt also davon ausgehen, dass es euch nicht Spaß macht. Wird es auch nicht. Also ihr seid wirklich gelüstet nach Grinding. Ihr seid so richtige Nerds, die unbedingt grinden wollen und nicht irgendwas mega Spannendes machen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ein Let's Play von Elder Scrolls Online und das ist schon um einiges besser von den Stories her, von den Quests. Zwar auch Grindings, auch so 10 Pilze holen und 10 Feuerkristalle. Aber das ist das Narren-Event und das Narren-Event ist immer schlecht in der Elder Scrolls Online. Aber jetzt ist das 6. Jubiläum. Also wie kann man denn angreifen? Ich habe keinen Fernkampf. Ah, kommt hoch. Ja, ja. Geh doch einfach weg. Hallo. Nicht nerven. Lass mich doch in Ruhe. Er braucht mega lang. Okay, dann gehe ich halt zu ihm. Ist mir egal. Ich werde ihn jetzt töten. Ah, ist ein normaler Desert. Ja, ja. Komm. Ich überlebe es, ich überlebe es. Oh Mann, wieso greift mich ein Normal an? Ich hätte ihn besiegen können. Das habe ich nicht gemerkt. Ah, oh. Aber es ist wahrscheinlich ein Level 60er. Ja, voll schlecht irgendwie die Spiele. Ich muss sie einfach angreifen. Wieso mache ich das nicht? Weil ich halt am Kampf gewesen bin, oder? Ja, ich hätte ihn besiegen können. Aber ihr seht es, ja. Die Leute wollen immer nur nerven. Jetzt ist ein Event und sie nerven Leute. Es ist unglaublich, wie die Spiele auch andere Spiele vertreiben. Also mich kann man nicht vertreiben, aber ich denke, jeder andere Spieler würde da schon ein bisschen mehr wütend werden oder so. Aber es ist unglaublich, wie sie es immer wieder versuchen, nur um ein bisschen mehr Königreichspunkte zu bekommen, also Warzone-Punkte. Ja, das ist eben auch der Entwickler halt, oder? Sie bieten eine Belohnung an für andere Spieler töten, also machen sie es, machen die Spieler das. Und das ist genau das, was eigentlich ein No-Go ist für PvP-Spiele. Da haben viele in der Taverne auch gesagt, sie wollen kein PvE mehr. Nur noch reines PvP oder RvR, wie man sagt. Realm versus Realm. Und ja. Es geht halt nicht. Champions of Regnum ist eigentlich schon von Anfang an falsch geplant worden. Dann nicht mehr so schnell weiterentwickelt worden. Champions of Regnum, also das Champions, ist ja dann 2011 oder 12 dann gekommen. Und hat ja dann einfach noch das Warzone-Zeugs eingefügt. Aber das ist so gering gewesen, dass es eigentlich gar kein Add-on ist. Es ist nur Werbung gewesen. Und dadurch haben die Spiele noch mehr Motivation bekommen. Und jetzt sieht man, man wird eigentlich die ganze Zeit abgemetzelt. Kein richtiges Tutorial, nix. Der hat ja gesehen, dass ich mich ausruhe und gar nicht kämpfen will. Aber er hat sich gezwungen gefühlt, mich noch mehr anzugreifen. Ja. Ist mir egal. Völlig Schnuppe. So. Ich
denke, der Spieler kommt aber auch hier hin. Die machen immer so eine Runde. Deshalb muss ich noch ein bisschen weitergehen. Geritten. Also ich denke, ja, ich werde jetzt alle Spieler sofort angreifen. Ich habe ja den Barbar, nicht den Bisch, ja. Ich bin jetzt an den Bisch gewöhnt. Aber gut. Die werden schon sehen, dass ich gewinnen kann. So. Aber er hat wirklich sehr wenig Schaden gemacht. Also ja, machen alle. Also er war schon, ja, also die Profis. Bitte sag mir, ist er besser gewesen oder ist er schlechter gewesen? Ich kann es jetzt gerade nicht so Ding, aber ja, ich habe auch viel mehr Leben, also viel Leben. Okay. Aber haben wir irgendwo nochmal? Ich möchte doch gerne den Part auch ein bisschen füllen können. Scheinbar nicht. Weil es ist jetzt wieder 12:50, also eigentlich sollte die nächste Welle da sein. Oder nein, es heißt irgendwas mit Welle, also wahrscheinlich haben wir jetzt auch ein schlechtes Ding gemacht. Also wir können leider jetzt momentan ausgehen, dass wir wenig finden werden. Und also einen habt ihr gesehen. Einen. In ja, 17 Minuten habt ihr einen gesehen. Wunderbar. Das ist so perfekt zum Zeigen. Ich bewundere einfach auch, dass ihr mich gut zuschaut, also mir zu gut zuschaut. Weil so wirklich Tolles kann ich in Regnum halt auch nicht bieten. Ich mache jetzt wirklich alles für euch. Ich würde das Spiel halt ohne Aufnahme gar nicht spielen. Und ich mache sehr viel, weil ich sehr viel levele zwischendurch, zwischen den Aufnahmen. Aber die Aufrufe sind toll und ja, ich bekomme dadurch auch gute Kollegen. Das ist eigentlich schon toll. Also ich mache es gerne weiter. Ich habe kein Problem, das Spiel nicht weiterzumachen. Und freue mich auf jeden Part wie ein riesiger kleiner Kiddy, der unbedingt irgendwas schauen will im Fernseher oder gamen möchte. Jedes Mal auf eine Aufnahme, weil es auch wirklich Spaß macht, nur das Game bietet nicht mehr. Das Game könnte wirklich den Part auch wirklich füllen. Aber das Einzige, was es füllt, ist halt einfach die Dauer, die es braucht, um irgendwie eine Quest oder so zu machen. Ja. Also hier schaue ich mal nicht. Da geht er hin oder sie. Man sieht es halt auch so. Ja, sie. Und ja. Also hier können wir davon ausgehen, dass nichts mehr ist. Ich glaube, die Spiele suchen da schon sehr gut danach. Dann sammeln wir halt ein paar Knochen noch. Und sterben, denke ich mal, bald wieder. So. Ja, es ist klar, dass er mich angegriffen hat, weil das Ding angegriffen wird. Syrtis, oder? Dann kann Ignis natürlich uns ein bisschen hinterherlauen. Aber ich würde... Muss auch waffen, oder? Ja, sicher, er greift natürlich schon an. Also, 3 können wir erledigen, hoffentlich. 4 könnten wir erledigen. Ah, wir haben schon 2 besiegt. Okay, jetzt haben wir den dritten besiegt. Okay, hier sind sie. Wow. Hier sind ein paar. Aber auch, weil die Spiele hier jetzt gar nicht zu handeln waren. Ja, sicher. Das ist schon wieder jemand. Lasst mich in Ruhe, gell? Ich will nur besiegen. Ich spiele nicht mit. Ja, toll. Jetzt haben sie mich schon angegriffen. Ah, das ist der Ding gewesen. Also. Aber hier sind gar Ghouls plötzlich. Also, sie wurden nicht angegriffen. Nein, nicht. Ah, Mann! Ich will die 1 drücken. Ja, gut. Die werden mich einholen, denke ich mal. Ich bleibe jetzt einfach hier. Fertig. Ist es der Wolf gewesen? Habt ihr das gesehen? Hat der Wolf den getötet? Was macht ihr, Wölfchen? Also egal, ob ich sterbe oder nicht. Ich spawne ja beim Wind. Ich mache jetzt das für euch. Ich
Ich möchte euch nicht in die Folter spannen, nur weil ich Angst habe. Und tu jetzt dann noch ein paar Farmen, denke ich. Okay, ist ein Plan. Aber die Quest geben wir noch ab, oder? Und ich werde heute sicher noch Warzone am Abend aufnehmen. Dann kommt die noch einen zweiten Part vielleicht heute. Oder morgen dann zwei Parts. Tate hat nur einen. Helena Wayne. Bruce Wayne ist dein Bruder, oder was? Der Batman. So, jetzt haben wir es. Können wir gleich mal wieder zurückgehen. Also es hat alle Kristalle gut. Dann machen wir heute nochmals ein Part von mir aus. Mach ich gerne. Ich habe halt nie. Ah, okay. Und das Pferd ist auch. Also, der Löwe ist auch. Was habe ich hier? Ich habe jetzt momentan einen Debuff. Weil ich einen Trank jetzt nicht nochmals getrunken habe, scheinbar. Ja. Aber das macht gar nichts. Also, was macht es? Steht nicht. Wir haben einfach einen Gegenstand. Oh, hallo zusammen, Regen. Seid ihr immer noch so aggro? Ich hab's nicht gesehen. Okay, Lootboxen bald öffnen. Das sind 3 Wochen. 3 Wochen, was ich hier habe. Oh Gott. Okay, hier ist auch. Also jetzt war gerade wahrscheinlich ein Spawn relativ schnell. Also immer 15 Minuten ist ein Spawn, denke ich mal. Das heißt, sie ist einfach gegessen. Eventuell haben sie das auch wieder gepatcht. Das ist super. Ja. Finde ich toll, aber ihr müsst einfach mehr machen. Heutzutage sind die Leute nicht mehr so zufrieden mit dem billigen Content für 2,50 €. Ja. Ich hoffe einfach für die Entwickler, dass sie jetzt auch ein bisschen mehr machen. Und die Spieler nicht alle davonlaufen. Ich denke aber, ich habe auch viele Deutsche ins Reich Alysios geleitet. Also ich sehe immer wieder Leute, die deutsche Namen haben und leveln. Also neue Charakter haben. Also sehr neue Charakter. Und ich denke schon, da habe ich irgendwie etwas, so wie eine Kettenreaktion oder direkt halt einfach. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr neu seid in Regner und durch mich reingekommen seid. Das würde mich mal interessieren. Ich würde gerne mal sehen, ja. Seid ihr über mich oder seid ihr nicht über mich gekommen? Einfach damit ich sehe, ja, ich. Ja, meine Videos bringen auch ein paar Leute auf, für die Entwickler ein. Oder? Es ist natürlich immer schön zu sehen, wenn man halt ja auch etwas bewirkt. Und nicht nur die ganz großen Profis anlockt. Hi Leute. Hi Profis. Ich bin leider noch nicht ein Profi, aber ich werde das hoffentlich bald. Ihr dürft mir gerne helfen, Profis. Ihr super Profis. Gut, aber im nächsten Part machen wir das. Wir machen jetzt kurz noch das Event, wenn es reicht. Aber der andere Stein ist nicht hier. Doch, der Stein ist hier. Also, dann machen wir direkt einen zweiten Part. Der wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. 24 Minuten jetzt. Ich gehe jetzt dorthin. Beende den Part. Mache einen neuen Part. Und einfach kommt die nächste Folge dann von Drachenwunsch. Okay? Also ich werde genau, wenn es aufmacht, dann den Drachenwunsch. Nein, nicht den Drachenwunsch. Den Drachenwunsch machen wir dann im Video. Aber das Video starten. La Feline. Laffel, la Laffel. Waffel, der hat etwas an der Waffel. Sie hat etwas an der Waffel. La Faline. Laffel, X-Wall. Chio. Und nicht beleidigen, nein. Aber Waffel finde ich immer toll. So, der blaue ist hier, der grüne ist da oben. Und zusammen haben wir alle Kristalle.
Wo ist denn der Grüne? Herr Grüner! Und sieht kaum etwas. Ah, es ist nicht. Nuki. Nuki, bist du hier? Aber Nuki ist, glaube ich, nicht online. Ja. Nuki. Da, Nuki Reborn. Ah, hat mir wieder geschrieben, mehrmals. Ich müsste mehr online sein, aber im Abend bin ich eigentlich immer online. Das ist sicher eine Stunde oder so. Ich denke, so 19 bis 20 Uhr wird's, da bis ich online komme und dann eine Stunde. Für alle, die es wissen wollen. Ich bin dann in der Warzone mit dem Beshi, denke ich, ab jetzt. Also Dragodian. Anschreiben, falls ihr mitmachen wollt. So, also. Dann bis zum nächsten Event. Das Tor geht auf. Tschüss. Zum nächsten Video. Tschüss.